Hallo und recht herzlich willkommen zurück aus Ewig genau. Jawohl, wir spielen hier am Abend, deswegen ist es so schön orange hier. Wir haben hier noch ein bisschen was zu erkunden. Ich habe letzte Folge noch die Pokémon rein. Nee, das habe ich so gemacht, genau. Damit wir ein bisschen Hundemon und so trainieren können. Für kommende Kämpfe. Hey du, ja du, der Trainer. Du siehst ja stark aus. Dich lass lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Ja. Ah, VM schnell. Ah! Oh, das ist ein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Eibe aus, oder? Wie heißt du denn? Matze heiße ich. Matze also. Das merke ich mir. Mein Name ist Cynthia und ich bin ebenfalls ein Pokémon-Trainer. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon. Einfach aus Interesse daran. Hier in Ewilau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges Pokémon gewesen. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja auch so einem Pokémon. Ach ja, probier die hier mal aus. Ich bin mir sicher, dass dir die nützlich sein werden. Du hältst TM93. Setzt du Zerschneider über die App VM-Attacken ein, kannst du kleinere Bäume beseitigen, die den Weg versperren. Wenn du mit deinem Pokédex Zerschneider einsetzt, gelangst du an Orte, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um dein Pokédex mit Einträgen zu füllen. Denkst du nicht auch? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Tschüss, Cynthia. Wie ging das? Ich muss irgendwas drücken. Nee, das war's nicht. Ah, das war's. Okay, kann man noch nicht. Macht Sinn, dass wir das noch nicht können, weil wir das Ganze noch nicht haben. So, was ist hier denn da? Wir müssen ja eigentlich erst die Arena von Ewigenau machen, aber ich wollte jetzt hier erstmal den Ort hier noch fertig machen. Kräutermedizin, ja! Ja! Bombe, dann weiß ich, wo wir in Zukunft einkaufen müssen. Etwas verkaufen. Weg. Ist natürlich dumm, dass wir davor jetzt eingekauft haben. Ja. Nee, das ist zu wenig. Kaufen. Und zwar hätte ich gerne... Warte mal. Man weiß ja nie, ob man es mal braucht. Von Energiestaub passt. Ist nämlich ein bisschen besser als der Rest, den wir da haben. So. Dialga. In die Pokémon-Statue ist eine Inschrift eingemeißelt. Geburt von dir an Beginn der Zeit. Lacht oder weint, Fluss der Zeit konstant. Segen von dir. Der Text ist kaum lesbar und an manchen Stellen ganz verschwunden. Dialga. Angeblich stellt diese Statue ein Pokémon dar, das vor langer Zeit gelebt hat. Nein. Nee. Ist jetzt auch zu krass gewesen. Route 211. Hey du, weg davon der Pokémon-Statue. Team Galactic führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Oh, mal wieder. So, was haben wir hier drin noch? Ich kann aber das wichtigste Plöpfchen jetzt erhalten. Als in Kindern stellt sich der Mittelpunkt vieler Feste dar. Ja, Zeiten können sich ändern. Manche Sachen werden sich nie ändern. So, auf zur Pokémon Arena. Wir wollen kämpfen.
Hau die zukünftige Champ. Zugegeben, so habe ich den Jungen, den vorher reingeschmissen, auch nicht genannt. Unsere Einheit Silvana setzt Pokémon vom Typ Pflanze ein. Wie du sicher weißt, haben. Ja. Silvana. Bevor du gegen mich die Arenaleitern antreten darfst, musst du erst gegen die Trainer kämpfen, die sich hier in meiner Arena verstecken. Ich warte weiter hinten auf dich. Viel Glück. Wir sind ready. Seid ihr es auch? Beutel. Okay. Ich muss das Tundemon noch mal kurz genauer anschauen. Okay, passt. Auf geht's. Ja, an den Wald, an den Ewigwald angelehnt. Safe irgendwo ein Training rein. Ne, so tatsächlich nicht. Okay. Hier ist einer. Göre Anne. Kikugi. Los, Hundemann. Feuerwirbel. Wachstum. Sehr schön. Weiterkämpfen. Roselias Pflanze Gift. Paralysekünstler. Mir wurscht. Roselia segnet das Zeitliche. Staravia erreicht Level 21. Und deswegen brauchen wir ein paar Heiler. Solche Sachen. Aroma Lady, drei Pokémon. Petra. Petra setzt Knospi ein. KP wieder zurück. Findet ihr auch gleich wieder. Das ist doof. Wenn der Feuerwirbel verfehlt. Gut.
Ja! Nochmal Knospi. Vernichtet! Ohne jegliche Chance. So. Neues Salvan jetzt auftauchen? Nee. Wir haben hier noch einen weiteren Kampf. Ein Pokémon nur. Chillast. Eins der Starter-Pokémon. Das ist mein zweitliebster Starter aus der Region. Blippern erreicht Level 22. Noch ein Gegner. Wir müssen vor fast zum Heilen gehen. Die schon da hinten drauf. Ach Gottchen. Kleine Toxic Bitch. Ich glaube, ich spinne. Soll ich dir was erzählen? Den nächsten Feuerwirbel überlebst du nicht. Hundemon erreicht Level 18. Schönheit Stella wurde besiegt. Und wir rennen jetzt nochmal kurz raus zum Pokémon-Hallen. Weil das kann es ja wirklich nicht sein. Thank you.
bin jetzt Arenaleiter. Zusammen mit Sylvana. Habe ich gerade entschieden. Spaß. Auf geht's, wir fordern Sylvana heraus. Du hast mich warten lassen. Ich leite die ewigen an der Arena, man nennt mich Sylvana, die Pflanzenmeisterin. Ich wusste, dass du es zu mir schaffen würdest. Auf meine Instinkte kann ich mich immer verlassen. Du hast eindeutig die Aura eines Gewinners. Das wird ein Spaß. Lass uns beginnen. Sylvana, Orden Nummer 2. Ewigenau Arena. Typ Pflanze. Sylvana startet mit Kikugi. Wir starten mit Hundemon. Hundemon Feuerwirbel, Level 19. Die ist nicht schlecht. Kikugi kriegt ordentlich einen ab von Hundemon. Zauberschein ist eine Feenattacke. Du kleine. Biss. Oh, sie nutzt den Supertrank bei Kikugi. Bist du irre? Das hat dir nichts gebracht. Minimal. Kadabra erreicht Level 20, Luxio Level 22, gerade bei einer Psychoklinge. Oh, nice. Chillas, weiterkämpfen. Das wollte ich nicht einsetzen. Reflektor. Schutz gegen physische Attacken. Gut, dass das keine physische Attacke ist. Da hat sie jetzt falsch reagiert. Roserade, das Gift-Pokémon. Das ist noch nicht das Ende. Hundemon Feuerwirbel. Sieht gut aus. Kann eventuell, das ist ein bisschen nicht sicher genug, Strauchler. Eine unfassbar starke Attacke tatsächlich. Das Gute ist, wir greifen minimal halt mit an. 3 KP. Hundemon. Hast du das gesagt? Glaubst du etwa, mich in die Enge getrieben zu haben? Weiß ich nicht. Ich habe noch 4 Pokémon. Wie sieht's bei dir aus? Der Feuerwirbel muss sitzen. Nein! Du wärst schon längst besiegt gewesen, Sylvana. Scheiße.
Jawohl, Jungs. Roserade ist besiegt. Hundemon reicht Level 19, Staravia Level 22. Passt perfekt. Silvana wurde besiegt. Unglaublich, du bist unfassbar stark. Du gewinnst 2904 Pokédollar oder ist jemand richtig happy? Auch wenn ich es vielleicht schon erwähnt habe, du bist echt ein starker Trainer. Es war bestimmt anstrengend, Pokémon so gut zu trainieren. Das zeigt, wie sehr du sie magst. Als Zeichen meiner Anerkennung überreiche ich dir das hier. Orden Nummer 2. Du erhältst den Waldorden von Silvana. Mit dem Waldorden kannst du die VM-Attacke Zerschneide über deinen Poketch verwenden. Da du jetzt zwei Orden hast, werden dir alle getauschten Pokémon bis Level 30 geworfen. Dir gebe ich dir auch noch ein Geschenk von mir persönlich. Du hältst die Sticker, die Silvana verwendet. Du hältst TM86 Strauchler. Die TM6 erhält die Attacke Strauchler, eine meiner Lieblingsattacken. Je schwerer der Gegner ist, desto mehr Schaden richtet sie bei ihm an. Nice! Orden Nummer 2, check. Raus aus der Arena. Weiter geht das Abenteuer!